den Werten in den Datenblättern kaum einen Unterschied hat zum Standard. Wer sagt denn, dass die Datenblätter auch wirklich 1 zu 1 im Spiel sind? Out of nowhere, oder? Was für ein Panzer von welchem Datenblatt ist 1 zu 1? Wie nennt Moped hier? Oder welches Moped? Er meint das dicke Rad-Moped, nicht das Der Rad-Moped. Aubel, der Aubel, keine Ahnung, was weiß ich, der Aubel, der Standard-Aubel und der neue Premium-Aubel sind sich in den meisten Punkten hier im Spiel ähnlich. Unterschiede tatsächlich Kanone, Munition und ich glaube die Stabi, ne? Das war's. Der Obel vor sich hin. Ob das allerdings ein so viel höheres BR rechtfertigt, wage ich zu bezweifeln. Aber das ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet. Ich kenne mich mit diesen Sachen im Spiel nicht aus. Oh Gott, wir fahren der Flitzer. Okay. Wo fahren wir hin? Ich war jetzt 14 Tage nicht da. Ne? Glaubst du, dass da irgendeiner hier. Ne, eins habe ich, glaube ich, heute reingekommen. Keiner hat gesubbt, keiner hat da was für einen guten Zweck gespendet. Sobald du nicht da bist, haben die Leute, dann gehen die mit ihrem Geld woanders hin. Geht ja gar nicht. So, in die Schlacht. Ja, mit was? Ach, da oben. So. Moment, da ist ganz viel zu viel falsche Munition drin. Welche nehmen wir denn? Die B- oder die A-Munition? Ich hab die A. Das will ich nicht. Das sehe ich nicht. Das nehme ich auch nicht. So. In die Schlacht. Wo fahren wir eigentlich überhaupt hin? Zum Wald! Aha. Ey, kann der mal aufhören, mich zu wenden? Ich hab noch kein Petty. Ich muss mal nicht wenden. Oh, Seepax. Echt jetzt? Ich hab den BNT7 nicht. Ja, aber muss man deswegen so eine alte mit einem dicken Hintern nehmen? Seepax fährt gleich mit der Gehhilfe los da, da, hier. da, da. Das ist ja so wie aus Verzweiflung, nehme ich jede mit nach Haus, ne? Man kann auch mal ohne. Nein! Spiel an dir selbst rum. Nein! Nein! Opa mit dem Rollator, warte, warte, er spielt an der alten Dame mit dem Kind herum. Besser widerlich als widerlich, oder wie war das? Nee, eben nicht! nur schneller? Egal. Einfach rüber über den Fluss. Lass mir was übrig! Hey. Wie nee? Du mit deiner Krücke kommst eh viel zu spät mit. Ach, pappla papp. Was fährt die 20? 21. Oho. Ah! Was hat denn der für Bremsen? Gar keine. Wir sind übrigens 3-3. 4-3, so wie es aussieht. Hallo, das ist in der Zukunft fast eine Minute schneller. Was? Hä? Achso, ich habe keinen Stream-Delay drin. Spielen wir Arcade? Nee. Nein, das ist panzerrealistisch. Nein, das ist Arcade. Nein. War schon mal ein Artillerieschlag auf A geholt. Was? Ich bin auf einmal tot. Kein Abschussgeräusch, nix. Auf einmal bist du in der Third-Person-Kamera und guckst deinen brennenden Panzer an. Was sind das hier? Au, ich habe aber auch gerade verhauen. Das macht mich jetzt schon wieder ganz confused hier. Hinten auf dem A-Punkt steht irgendein Panzer. Ich habe gespottet. Okay, ich habe gerade einen mit Arti getötet. Das Spiel ruckelt, ne? Ja. Ein Warum? Wenig. Ich habe Echt? keine Ahnung, aber ich habe heute auch den ganzen Tag schon Frame-Einbrüche und Lags und was weiß ich nicht alles. Bis jetzt heute gar nicht, weil ich hatte letztens mal einen Server, der hat einfach den Geist aufgegeben. Wir sind die ganze Zeit vor zurück, vor zurück, vor zurück. Das war bei mir, wurde bei mir was, oder? Nee, das war ausnahmsweise nicht, glaube ich, dabei. Aber die da war mussten auch irgendwas. Wahrscheinlich hier an der Server-Performance Geld einsparen, weil der Dixie-Klo-Stand auf der Gamescom so teuer war. Oh, da steht noch im Nebel ein Panzer 4. Ja, hier irgendwas steht noch auf A drauf. Ich gehe da hin. Was sehe ich denn an? Weva vorwärts, ne? Ne, Weber hoch. Ja, genau. Mache ich da ein Looping mit meinem Panzer? Ja. Wie geil ist das denn? Der BT-7 ist so schnell, der macht bestimmt 3. Joker, hier ist irgendwas auf dem Punkt drauf. Ja, da kommt was auf dich zu. Ich sehe überall Explosionen, aber ich sehe sonst gar nichts. Links von mir hat er gerade irgendwas genebelt. Ja, der hat zu spät genebelt. Der hat eine von mir verpellt gekriegt. Ja, nee, da ist aber noch einer.
Nebel die ganze rechts, Zeit? Rechts hier unten, zwischen den zwei Häusern. Und hinten im Wald, alles klar. Geht oben das in ist ein deutscher T-34. Ja. Da komme ich nicht durch, nicht mal annähernd. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Ja, du hast... Nee, warte, du hast auch eine T-34-Kanone drauf, gell? Ja. Ja, shit, da kommt keiner von uns durch. Ja, ich nebel hier mal ein bisschen A ein. Ich sehe halt absolut gar nichts. Ganz kurz zur Info, der T-34 steht hier außen. Und da steht... Alles klar, da kommt der ME-410 rein, aufpassen. Glaube ich, zwei Panzer oben in dem Wäldchen. Also ich lebe noch. Lalalalala. Nehmen wir die BTR. Nein, Churchill! Nicht in den Weg schnellen. Pfui! Asu? Hallo? Nein, ich will auch Captain! Ich bin Captain! Doch, da kommt was rein. ME410, ja. Ich hab noch was gekappt, wie geil. Ist das Joker? Ich bin gerade dabei drauf zu schießen. Kann mir mal einer sagen, wo ein Gegner ist, auf den ich schießen kann? Ich fahre hier völlig verzweifelt in die Gegend rum. Die ME-410 ist gekrittet. Sind die alle schon tot? Na, der T-34 steht immer noch hier hinten drin. Ich habe eine Artilleriegranate auf den Kopf bekommen. Da hatte die wohl doch nicht so viel gebracht, oder? Oh nee, hat sie nicht. Ich habe gecapped. Und ich habe sogar auf jemanden geschossen. Oh, oh. Vielleicht sollten wir gleich lieber Arcade spielen. Da kommt noch eine B-110. Ja, Joker! Oh. Kannst du hier die Einfahrt versperren hier? Doch, ich stehe hier gedeckt. Gehen tut es schon. Ah, hier geht's, sind das hier das ist eine C6, glaube ich, kann das sein? Nee, ja, ist keine C6. Nee, die hat Bomben geschmissen. Okay, da ist die C6 schmeißt keine Bomben. Nee, dann ist eine C4. Ja. Ich bin sagen, schon wieder tot. Du bist auch aus der Karte raus, oder? Nein. Sondern. Du hast dich selber gesprengt. Ja. Nein! Doch! Nein! Ich hab jemandem beim Reparieren geholfen und bin dann explodiert. Ich hab mich nicht selber gesprengt. Ist derjenige, den du reparieren geholfen hast, ist der in die Luft geflogen? Ja. Ja, dann bist du dadurch gestorben. Hab ihn. Wie jetzt? Dann bin ich dadurch gestorben. Ja, die Explosion hat dich mitgerissen. Was? Der BT-7 ist nicht gut genug gepanzert dafür. Der hat dich einfach weggerissen. Die Explosion. Da hinten ist eine Ente mit einer 57 Grad Rad da. Nee, echt jetzt? Ja, der Panzer, das gibt's sogar schon seit der Beta. Der Panzer ist explodiert und hat dich mit weggerissen. Das stimmt. Das gibt's seit der Beta und ich erlebe das jetzt zum ersten Mal? Das gibt's seit der Beta. Das war was anderes. Bist du auf J eingeschlafen oder was? Nein, ich war nicht mal in der Nähe von J. Ich hab F gedrückt, F ist doch nicht bei J, nee. Und hab dem beim Reparieren geholfen. Ja, der hat dich mitgerissen. Ganz kocken geräuscht. Okay. Critical. Ja, was war da Critical jetzt? Holy shit, du hast ihn, glaub, das komplette Heck abgerissen. Joker. Aber warum sollte der sich in die Luft jagen, wenn ich ihm beim Reparieren geholfen habe? Der wurde abgeschossen. Ja, gut möglich. Der wurde abgeschossen und dann hat Munition wahrscheinlich drin umgesetzt oder wer weiß was und hat dich mit ins Jenseits befördert. Die Sekundärexplosion könnte es auch gewesen sein, wenn die Munition auskocht. Das denkt ihr euch doch aus. Nein, das ist mir auch schon passiert. Da habe ich neben dem Ferdi gestanden, wollte den auch reparieren und der hat einen Schuss ins Munitionslager gekriegt und das war es dann auch für mich. Taktisches Buhu. Dirk Pitt hat ein Resub dagelassen, danke. Da steht jemand auf der Brücke. Soll ich hier?
4, 5. Und Naxarius lässt 10 Euro. Wer soll da? Ich hoffe, dass alles gut wird bei Nadine. Archie auf sich selber gelegt. Wäre natürlich auch noch ein Grund. Ich bin schon wieder tot! Wo stand denn der? Oben auf dem Hügel. Aber. Welche? Rechts? Ja, rechts. Aber das ist doch sonst nicht so gewesen. Ich sehe mich jedes Mal auf einmal schlagartig in der Third-Person-Kamera wieder da und guck meinem brennenden Fahrzeug zu, ohne dass da. Das ist doch das sonst ist nicht so gewesen. Oder gleich am Spawn. Die kommen über die Brücke. Da kommt Joker, da kommt die Ente wieder. Oder habe ich das anders in Erinnerung? Ich muss nachladen, scheiße. Ich hätte so schon leider keine Flak mehr. Ich habe das Zeitliche gesegnet. Da ist ein Hetzer. Inklusive Panzer 4 sind über die Brücke gekommen. Aber Hetzer könnte ein Problem werden mit uns zum Knipsen. Ja, Hetzer wird ein derbes Problem. Ja, durch den Hexer kam ich auch nicht durch. Wenn der Bremskeil richtig steht, dann ist vorbei. Allerdings. Da schießt ein Wirbelwind. Ich bin tot. Da ist ein Pack. Ne, ein normaler Puma. Was auch immer da gerade passiert ist. Implied am Spawn campen? Echt jetzt? Ich hab nicht ein einziges Mal in diesem Match geschossen. Habt ihr ein Loch im Kopf oder was? Das wird wohl zu lange im Urlaub gewesen sein, könnte sogar stimmen. Ich war zu lange im Urlaub, warum? Mir fehlt die Routine, hab ich das Gefühl. Was für eine Routine? Ich hatte noch nie Routine in diesem Spiel. Okay. Der zweite Hetzer kommt hier übrigens noch Richtung A gefahren. Und ein Panzer 4G. Das, ja, stimmt. Wieso fahre ich jetzt eigentlich dem Joker hinterher? Das ist voll ungesund hier. Meinst du? Aha. Ist der auch 3-3? Dann fahr doch bitte vor. Nee, der Hetzer ist 4-3. Hetzer ist 4-3, ja. Habe ja gesagt, wir sind full up hier. Implied Online, was ist deine Meinung zu den wegfallenden Fahrzeugen? Pff, ist mir Wuppe. Du hast sie, ja. Oder? Ja. Da fährt ein Italiener da drüben. Aber ich habe die schon seit 3 Jahren oder seit 4 Jahren. Der ist tot. Der schön. Oh, Seepax, pass auf! Au. Könnte auch wieder politisch werden bei diesen Themen zu den Fahrzeugen, aber egal, was man dazu sagt, irgendjemand. Da steht noch was um die Ecke, Seepax. Das musst du dem Jogger noch beibringen, das habe ich nicht geschafft. Ich war wirklich lange im Urlaub, ne? Entschuldigung. Wenn der Papa redet, sind die Kinder ruhig. Der Papa. So, nochmal. Ich könnte zu dem Thema da bestimmt was sagen mit den Fahrzeugen. Ich habe da auch eine Meinung zu, aber die Erfahrung hat ja jetzt in den vergangenen Monaten, / Jahren gezeigt, immer dann, wenn man eine Meinung hat, argumentiert und sie dann auch vertritt, kommen irgendwelche Vollhorste um die Ecke und machen dir das Leben zur Hölle. Insofern behalte ich meine Meinung für mich. Wer das kacke findet, was Gaijin da macht, soll sich an Gaijin finden. Und wer das toll findet, was Gaijin da macht, soll sich Golden Eagles kaufen und den Laden finanziell unterstützen. Ist so. Die Maus hätte man sicherlich auch noch anders balancen können. Das war ja mit der Hauptgrund, warum man sie jetzt rausgenommen hat, weil man sie angeblich nicht balancen kann. Aber wenn wir danach gehen, können sie die Hälfte von ihren Spielinhalten hier komplett löschen und rausnehmen, weil sie da offensichtlich zu doof sind, es in Balance zu bringen. Insofern ist das kein Argument, die Maus rauszunehmen und gleichzeitig ein E100 regelmäßig als Eventpanzer ins Spiel zu bringen. Ja? Wie kann man denn ein Fahrzeug, das man nicht balancen kann, immer wieder als super rare die Event... Maus soll auch als Eventpanzer kommen. Ja. Und der aber wenn man sie doch nicht wenn man sie doch nicht balancen kann, warum macht man das denn dann? Geben weil die jetzt... Gibt man jetzt mit Events, wo man über Wochen am Marktplatz sich Teile kaufen und zusammenschrauben muss, den Leuten dann hinterher Fahrzeuge an der Hand, die nichts taugen? Ja. Ja, das genau das sagen die ja damit. Ne? Also ihr merkt schon, ich kann da wieder sehr politisch werden. Auf gut Deutsch, die bauen wie immer Scheiße, weil sie zu doof sind, irgendwann mal was vernünftig zu machen. Die Bugs links.
Verschwörung. So, was ist denn da passiert? Da ist noch ein Panzer 4. Hätten sie ja die Maus auf 7-3 packen sollen. Hätte man auch mal probieren können. Sehe ich kein Problem. Ah nein, dann kommt wieder der kleine Dennis aus Hintertupfing und beschwert sich, dass er die Frontal nicht penetrieren kann. Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Da kann man sie natürlich nicht auf 7-3 setzen. Hauptsache, das Objekt 120 ist seit Anfang an von 8-0 auf 7-7 runter. Was den Durchschlag des Todes hat auf dem DR. Kannst du Tamino grüßen? Na, warum sollte ich? Nein, ich hab fast ein Herz bekommen. Oh. Das ist schon aber einen kleinen Tipp für alle, die sich jetzt Sorgen machen, dass sie das Ding nicht mehr erforscht bekommen, bis der Patch kommt oder sowas. Ihr müsst euch keinen Kopf machen. Ihr müsst die Dinger nur angeforscht haben. Also ein Forschungspunkt pro Projekt reicht und dann verschwindet es nicht aus eurem Skillbaum. Dann könnt ihr das in aller Ruhe irgendwann fertig forschen. Da würde ich mir jetzt keinen Stress machen. Das habe ich auch jedes Mal gesagt, aber irgendwie kommt trotzdem jedes Mal einer, der Angst hat. Wozu? Ja, es ist toll, eine Maus zu haben, aber was kann man mit der im Spiel hier anfangen? Nix. Ist ja unbalanced. Deswegen bringt es ja nichts, wo es tust. Beim Panther 2, Tiger 10-5, ob man die jetzt rausnehmen muss, warum hat man sie denn erst ins Spiel getan, ne? Ja gut, damals hat es ja Sinn gemacht. Da waren ja die ganzen Heidi-Fahrzeuge, die waren ja noch gar nicht da. Richtig. Aber dann das hinterher hinzugehen und zu sagen, ach ne, ist doch unrealistisch, dass wir die gebracht haben, jetzt nehmen wir die wieder raus. Nach 6 Jahren sich selbst in die Tasche lügen, finde ich dann auch wieder so ein bisschen lächerlich. Wie wäre es eigentlich, wenn die alle Panzer ab 6-7 um 0,3 anheben, sozusagen, dass immer noch mehr BR-Decompression ist, sozusagen, dass die 7-7er nicht mehr gegen die 8-7er Premiums können. Meinetwegen sollen sie die Premiums auf 9-0 hoch und das End-BR auf 11-0 oder sowas erhöhen. Hast du gekifft dann und gesoffen oder was redest du da gerade? Nein, mit Bacon. Was willst du? es macht halt Sinn, das End-BR, also das maximale BR von 10-0 auf 11-0 zu erhöhen. Denn da kann man die BR-Einstufung von dem Panzer nochmal verfeinern. Ach ja, kann man das? Wenn. Man könnte es, wenn Geitschen wollte. Das hat doch nichts mit BRs zu tun. Schnallt ihr das denn nicht? Das hat alle nichts mit BRs zu tun. Das gilt auch für die Maus. Das hat auch nichts mit dem BR von der Maus zu tun. Das hat ganz alleine was mit den Spielern zu tun. Die Spieler, die von morgens bis abends rumrollen und rumkotzen, dass man dann doch den einen oder anderen nicht frontal mit seiner 0815 Granate über die ganze Karte penetrieren kann. So. Also lässt sich das Ding nicht balancen, ja? Für 7-3 hat er zu viel Panzerung, da fährt nicht genügend rum, was ihn frontal penetrieren kann. Für 7-7 und 8-0 ist er selbst wieder zu schwach, da nimmt ihn jeder auseinander, aber er taucht nichts. So, woher kommt dieses Problem? Von den ganzen Fullhorsten, die dieses Spiel spielen und sagen, ich will aber immer alles frontal penetrieren und wenn das nicht klappt, ist das scheiße. Deswegen taucht der Tiger nicht mehr so viel, wie der früher getaucht hat. Deswegen taugen die meisten Panzer hier im Spiel nichts mehr, so wie das früher gewesen ist. Und ich weiß, wovon ich rede. Mein allererstes Mausvideo, das ich gemacht habe, da bin ich in der Normandie mit durch die Innenstadt mit meiner Maus gefahren. Okay, ich kam eine Viertelstunde zu spät. Die meisten waren schon tot. Aber ich bin gekommen und dann bin ich gefahren. Die Straße entlang und da peng, peng, peng. Ganz viele Panzer tot gemacht. Und erst ein kleiner, pfiffiger, frecher T-54 hat mich dann von der Seite gepackt und zerlegt. Da gibt es ein Video von. Ja? Und genau so hat das Spiel früher funktioniert und Spaß gemacht. Ja? Dann kamen diese ganzen sabbernden Vollpfosten, die den ganzen Tag nichts anderes können, außer Müsli-Kekse in eine Milch trunken. Und haben gesagt, das kann aber nicht richtig sein, ne? Wenn ich jetzt hier mit meinem Panzer um die Ecke komme, dass ich ihn nicht sofort kaputt mache. Aus dem Handgelenk, aus voller Fahrt. Hey, Jin, fix it. So, und seitdem hat sich das Spiel so permanent verändert, dass das hier im Grunde genommen doch nur noch Scheiße ist, was wir hier präsentiert kriegen. Ich weiß nicht, warum ihr das immer noch anders seht. Ja, ich finde das mittlerweile so was von Kacke, was hier abgeht, dass ich das Kotzen kriege, wenn ich mich in schweren Panzer setze. Wozu setze ich mich hier in schweren Panzer? Es gab früher auch vom RB-System, vom Game,
ein ganz anderes Einstiegssystem. War zwar nicht ideal, aber hat ungefähr wiedergespiegelt, was die Fahrzeuge konnten. Das System war nur nicht gut, weil zu wenig Fahrzeuge da gewesen sind, um es wirklich gut umzusetzen. Damals war das zum Beispiel so, im RB, ein Heavy, der hatte einen Einstieg. Ein Medium hatte zwei Einstiege. Ja, das heißt, ihr konntet, wenn ihr einen Medium-Panzer gefahren seid, im RB mit diesem Panzer zweimal einsteigen. Wenn ihr einen Heavy gefahren seid, dürftet ihr nur einmal einsteigen. Die Stärke des Heavys war, dass er Beschuss ausgehalten hat, ja? Wohingegen der Medium haufenweise gefressen hat, ja? Auch relativ zügig abgeschossen worden ist. Da waren eigentlich alle mit zufrieden mit diesem System, hat sich keiner großartig beschwert. Probleme gab es da damals im Halbtierbereich, wo eben solche Fahrzeuge unterwegs gewesen sind, wie auf der einen Seite in Russland T-54-Panzer, die damals auch mit zu den Halbtierpanzern gehörten, und auf der anderen Seite, zum Beispiel im deutschen Baum, dann keine passenden Counterparts da gewesen sind, die sich mit dem T-54, der auch im Vergleich zu einem Panther II mit seiner 8.8-Kanone extrem stark gewesen ist. Und da haben die Leute sich dann beschwert und haben gesagt, ey, das ist doch scheiße, ne? Alle fahren nur noch Russen im Halbtierbereich, T-54 darfst du zweimal mit einsteigen, hast du keine Chance, die Russen überrennen dich in jedem Match. Es fehlten zu viele Panzer obenrum, um das System vernünftig umzusetzen. Untenrum hat dieses System wunderbar funktioniert. Und keiner hat sich darüber beschwert, dass er mit seinem Medium- oder Light-Tank nicht frontal einen Heavy-Tank penetrieren konnte. Aber dafür hatte man zwei Einstiege. So, und dann ist man irgendwann hingegangen und hat gesagt, wir machen das mit Punkte und dann musst du hier deine Punkte passend aufteilen. Dann kannst du diesen Panzer nehmen oder jenen Panzer nehmen. Und dann ist das immer mehr zu dem verkommen, was wir heute haben. Wir sind mittlerweile in einem Bereich im RB angekommen. Ist doch scheißegal, wie viele Punkte du hast. Du kannst sowieso dreimal einsteigen. Zweimal mit einem Panzer, egal ob Heavy oder Medium, interessiert keine Sau. Und am Ende nochmal mit einer Flak. Du musst dann nicht mal mehr nachdenken, was du für einen Panzer mitnimmst. Die Punkte reichen immer aus, um lange genug mitzuspielen, egal wie hirnlos du bist. So, und genau das ist das Problem, das wir hier haben. Ne, es hat nichts damit zu tun, dass Gaijin zu unfähig ist, was zu balancen. Die könnten das balancen. Das Problem ist, dass die Spieler zu unfähig sind, das Spiel mal so zu nehmen, wie es ist. Und seitdem wird das Spiel in einer Tour von rechts auf links gekrempelt und wieder zurück. Und da die Scheiße, die am Ende dabei rauskommt, wenn man das macht, was die Spieler wollen, nicht mehr funktioniert, da sehen wir hier jeden Tag. Ja, aber Gaijin hat nichts falsch gemacht. Die haben genau das gemacht, was die Spieler wollten. Ja, also da muss man sogar tatsächlich Gaijin in Schutz nehmen. Ne? Kann das jetzt ausdiskutieren, ob die alles machen müssen, was die Spieler wollen, aber wenn da sogar die Streams von denen boykottiert werden mit Hashtag leck mich am Arsch und was weiß ich nicht alle, dann dürfen die sich doch nicht wundern, die Leute. Himmel, Herrgott, nee, nochmal. Ich habe vorhin auch gesagt, ja, es wird ja ständig rumgeschrien nach Fick the Game 1.91, aber nach Fix the Community hat noch keiner gerufen. Ja, das ist so. Wir haben mittlerweile eine Spielerklientel, die das Spiel kaputt macht. Das sind doch schon lange nicht mehr dieselben Leute, die das Spiel vor 5 Jahren gespielt haben. Das ist ein kleiner Teil, der das Spiel seit 5 Jahren oder seit 6 Jahren spielt. Aber die Masse der Leute, die mittlerweile in diesem Game rumbumsen, ja, das sind Leute, die sind seit 1 oder 2 Jahren dabei und haben eine große Schnauze und versuchen das Spiel auf ihre Art und Weise umzuändern. Ja? Das merkt man auch an der Spielweise, in den Matches, was weiß ich nicht alles. Das, wovon wir immer angehaucht zurückdenken. Ach, damals in Köln mit dem Panther 2, das war ein richtiges RB, blablabla. Das sind dann ganz andere Spieler gewesen, die das gespielt haben. Heute ist der Otto Durchschnittsvollpfosten unterwegs, der alles aus dem Handgelenk wegschießen will, zur Not mit Unterstützung von irgendwelcher Zusatzsoftware und dann dir in einer Tour sagt, du hast doch keine Ahnung, du hast keinen Skill, guck mal auf deine Stats, du Obervollhorst. Ne, so läuft es doch mittlerweile. Das sind Leute, die sind aus anderen Spielen hier hingekommen. Ich will da gar keine Namen nennen von anderen Spielen, aber ich habe das in anderen Spielen genauso erlebt. Das war damals mit ein Grund, warum ich ein anderes Spiel, in dem man auch Panzer bewegt hat, irgendwann entnervt verlassen habe, weil mir diese ganzen Vollhorste auf den Sack gegangen sind. Jetzt sind die ganzen Vollhorste hier. Ja, super gelaufen. Toll. Wo fahren wir eigentlich hin? Wir fahren jetzt, was weiß ich, nach Moskau. Mein Gott, man muss ein Ziel haben. Das war ja damals halt schön, als so die ersten World of Tanks Spieler so langsam rübergewandert sind, bei den Panzern damals, als die Panzer rauskamen hier bei Warfare, also die mal ein anderes Gameplay zeigen, mittlerweile wird das anders so verwurstelt, ja, das ist ja Schwarz. Naja. Ich war übrigens in Griechenland auch ganz nett, da habe ich auch einem Griechen auf die Füße getreten mit meinem bösen, sarkastischen Humor. Der hat es glücklicherweise verstanden. Na, warum kommen nicht mehr so viele Deutsche? Ich sage, ja, ihr habt uns 45 alle weggejagt. Ich sag, ihr hättet das dauerhaft haben können, das deutsche Volk mit seiner Kaufkraft. Aber ihr wolltet ja nicht, ihr habt euch ja gewehrt.
Er hat's mit Humor genommen. Und zum Glück, sonst hätten sie dich gejagt mit Spießgabel. Das ist ja der Unterschied zu dem, was man hier bei YouTube und Twitch sieht und wenn man mich in echt sieht. Wer mich in echt sieht und mich vor sich stehen sieht, der sieht ja, wie ich bin, so, wie ich mich bewege, wie ich dabei lächle oder mit den Augen zwinker oder sonst irgendwie was. Die wissen dann ja, dass das Spaß ist. Viele kriegen das ja hier bei YouTube nach wie vor nicht auf die Reihe, wenn ich einen bösen Spruch ablasse, wie ich ein Dreihohasen-Video zeige oder sonst was. Die glauben ja immer gleich, der Implied will die ganze Welt unterjochen oder was weiß ich nicht alle. Ja, ich glaube, Joker, du, als du mich das erste Mal auf der Gamescom gesehen hast, hast du dann auch gemerkt, dass ich anders bin, als du erst dachtest, ne? Ja, das ist sicherlich auch was ganz anderes, wenn du jemanden in Person triffst, ne? Und ich habe von dir einen super Eindruck gehabt in Köln. Also man konnte sich super mit dir unterhalten. Ja. Da wollte ich aber auch Werbegeschenke abgreifen, deswegen war ich nett. Ach, nee. Wir haben uns ja auch so off-topic unterhalten. Das ist in Person immer was ganz anderes. Auch das Internet und auch wenn du eine Webcam hast. Die Leute sehen das nie richtig. Nee. Mimik-Gestik ist immer das A und O eigentlich auch. Das Internet. Wir sind mal hier in Deutschland. Neuland. Internet. Neuland. Ja, und das verstehen vor allen Dingen diese kaffeemilchtunkenden Müsli-Keks-Riegelesser nicht. Ne? Hey, soll das jetzt eine Beleidigung sein? Ich esse auch gerne mal einen Müsli-Riegel mit Milch. Also, echt? Vorsicht. Ja, das schmeckt sehr lecker. Meinst du Hanuta? Was? Müsli-Riegel, nicht so ein Pappding da. Du meinst so ein Stück Pappe mit Nutella dazwischen? Ja, stehe ich auch nicht drauf. Aber es soll ja Leute geben, die das mögen, ne? Ja. Das Stück Pappe mit Nutella? Ja, oder was ist Hanuta? 2 Stück Pappe mit Nutella. Das ist meine Tochter, mal Dünnpfiff hatte, sah das ähnlich aus in der Windel. Ugh. Ja, aber wenn's schmeckt? Wir haben vielleicht einen Pakt, wo man die Panzerjäger 1 hier in der Senke rum. Ich mag den F-32 nicht, habe ich schon gesagt? Nicht. Der ist der Hammer. Nee, ich mag den nicht. Weil das rumeiert? Ja, das ist ja wie, als wenn du hier auf Schmierseife fährst. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Das wackelt alles hin und her. Scheißegal, ja, Schießgewehr. Ja, also, ich kann mir ewig vorstellen, dass er sich ihn echt genauso. Da müssen die da drin ja besoffen gewesen sein am Ende. Ich habe das Schlachtfeld erreicht. Hey! Die Mathilda kommt. Ja. Juhu! Jetzt kommt der Sepax. Da, 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 da. Wir haben verloren. Sepax kommt. Das ist schon alles verloren. Die Mathilda hält ja auch nichts mehr aus. Ich bin gleich wieder tot. Ernsthaft? Die hat aber mal 4 ausgehalten. Ha, ich hab was getötet. Fix the game. The Mathilda is broken. Hey, stop, genau, was? Machen wir jetzt auch hier beim nächsten Gaijin-Stream. Hashtag Save the Matilda. Safe? Ja, aber weiß ich. Gemoved, oder was? Die müsste gemoved werden. Oder hier, bring Matilda to BR13. 1-0. 1-0. Nein, die hält so viel aus, die muss schon mindestens 8-7 sein. Ah, ja, wenn hier... Kevin darf ich nicht mehr machen, Kevin-Witze, kriege ich auch wieder einen rüber. Wie nennen wir den denn jetzt? Ja, Hanuta da in der Mitte. Im Blöd. Ich hab gemerkt. Duplo. Ja, genau, der Duplo. Wenn der Duplo das sagt, dann ist er so. Er ist hinter dem Schutthaufen, Hanuta. Hab's gesehen. Ist gespottet. Hast du den gekriegt zufällig? Mein Geschütz verschlossen. Keine Sichtung, Moment. Ach, wie blöd ist das denn? Der. Oh, die Mathilda wirft die Granaten, die Rauchgranaten ja zur Seite weg. Ernsthaft? Ja, damit die was sehen. Ne? Die haben sich da schon was bei gedacht, die Briten. Wenn wir den Nebel nach vorne werfen, sehen wir den Feind nicht mehr. Das ist Panzer 3. Was soll das denn? So ähnlich hier wie dieser Boris Johnson da mit seinem Brexit. Hör mir auf mit dem Affen. Ja, der konnte auch die Mathilda erfunden haben. Ne? Langsam, gemütlich mit Nebelwerfer an der Seite. Das Beste ist ja, wie er sich in die politische Spitze, der hat sich ja hochgewitzelt, der reißt ja ganz viele Witze und lullt die Leute damit ein, aber jetzt hat er ja versucht, sich irgendwie einzuwitzeln bei der EU. Hat nicht so wirklich funktioniert. Nein. Ich dachte, der hat sich hochgeschlafen. Vielleicht am Anfang. Ja, aber mein Turm dreht sich nicht so schnell. Lebt er noch? Nee, der ist gerade an Hanuta vorbei, ich hab ihn. Schade. Da ist ein zweiter. Ich wollte auch mal Wasser erschießen. Joker,
Du kannst vorfahren, der kommt nicht. Ich hab auf die Pumas AT gelegt, aufpassen. Vorne links. Ach du Scheiße, was hast du denn für einen Aufkleber drauf? Denn die Idee hat davon geklaut. Was denn? Ich habe mal bei jemand anderem nachgefragt, wie lange das dauert, bis die Emotes mal freigeschaltet werden. Er meinte, das könnte so 1-2 Wochen dauern. Was für Emotes? Ach, ich habe hier meinen LSD-Behindi-Tiger als Emote bei Twitch eingestellt. Twitch. Und da dauert aber jetzt noch so wahrscheinlich so 1-2 Wochen, bis der freigegeben wird. Vor allem Behindi-Tiger. Ja, mein Behindi. Ja, gucken. Wie sind die Abkürzungen, wenn man das schreiben will? Zipax 1 Raw, weil ich kann das Präfix nicht auswählen, da ich kein Partner bin. Hab ich keine Kontrolle drüber. Ah, meine Güte, Zipax Raw. Jetzt ist der Joker schon wieder vor mir, muss ich wieder überholen. Miep, miep. Aber ich hab das Emote schon im Discord. Da hat was in mich reingeschossen. Oh. Ich hab ein Loch. Oh. Hinter mir. Wo? Was? Ich brenne auch. Dahinter ist noch ein M42 und ein Ja, M42. Hinter dir ist noch gar nichts. Hinter dem. Auch hinter der Hausecke hier. Ich muss mich reparieren. 52 Stunden lang. 52 Stunden? Ja, ich komm vorbei. Jetzt sind wir in den alten RB-Zeiten, oder was? Schön wär's. Joker? Ja bitte, ich stehe hier quer auf der Straße. Ich versuche zu helfen, aber ich glaube, ich komme nicht rechtzeitig an. Was hat denn da geschossen? Das war vermutlich Artillerie. Mit automatischer Kanone. Nee, da kam ein richtiger Strahl aus der Ecke raus. Das war ein MG42, so eine Hitlerkreissäge da. Dann war es wahrscheinlich der M42, der hier vorher gestorben ist. Bring Gehirn in the Community, ja genau. Das ist ein guter Cashtag. Cashtag? Hashtag. Ich hätte auch gerne einen Cashtag. Denkt wieder nur an Hashish. Ja. Hashtag. An Hashish. Oh, guck mal, wir sind beim Spawn. Soll ich mal reinschieben? Oh, da ist ein Stock vor mir! Tobi, Hilfe! Mama! Oh. Direkt vor mir! Autsch! Ich hab nur Arti draufgelegt. Ich hab nicht vorgeschossen, nichts passiert. Wieso bin ich schon wieder kaputt? Stuck? Nee, ich wollte hier wieder wegfahren. Da hat mir, ich glaube, eine Artillerie hat mir auf den Hintern gehauen. Ah ne, Stuck ist durch. Sepax ist Stuck. Ich weiß, was uns da gerade angeschossen hat. Es steht direkt vor mir. Es ist ein Gepard, kleiner. Kann leider nicht helfen. Ich bin hier durch einen Stuck festgesetzt. Lass mich hier wieder wegfahren. Der ist tot. Ich auch gleich. Beste Staffel. Yay. Yay. Der Drogentiger. So kann man das Ding auch nennen dann. Hey, der oder Sepax? Tiger ist cool. Lass mal einen Tiger. Jetzt mal ehrlich, Herr Nuta. Jeder Grundschüler malt einen Tiger schöner als das Ding in da. Ja, ich weiß. Ich hab dem Sepax ja schon gesagt, wer das im Zweiten Weltkrieg auf dem Flugzeug gemalt hat, der hat 100 pro 3 Tage Bau gekriegt. Von seinem Spieß. Da wurde dem Mut gesagt, du darfst jetzt nicht mal beim Zweiten Weltkrieg mitmachen, du bist scheiße. No. Ich glaube, der hat sich gefreut. Der wurde ausgedotzt. Joker, du musst noch Brett drücken. Ja, natürlich. Du darfst jetzt nicht mehr Soldat sein, du musst wieder nach Hause gehen. Sicher, dass das dich nicht freut? Ja, damals waren die ja so bekloppt und wollten alle zu Front. Du musst jetzt Granaten zusammenschrauben. War das nicht die Frauen zu Hause? Ja. Nein, der hat die Granaten zu Hause an der Ostfront. Ach so. Der hat sich schon ein Ländchen ausgesucht. Ach was, der kommt an die russische Front. Der darf nicht zurück nach Hause. Nein, der war doch hier bei dem Film Stalingrad, der da rauskam, da in der Zugszene, wo sie im Zug saßen, haben gesagt, hier, da baue ich mir ein Haus hin. Oh Gott, schon wieder die Karte. Alle sind so panisch am Rumschreien, ja. Wir sind gerade einfach nur ein Stückchen hochgepusht. Ja.
Jetzt frag mich aber bitte gleich nicht, was ich von der neuen Map-Rotationsregel halte. Nix. Also ich weiß, dass ich im High-Tier Malta verbannen werde. Tschüss. Auf nimmer Wiedersehen. Und ich finde das total kacke, dass die Premium-Spieler jetzt tatsächlich einen Vorteil haben. Einen. Fahren wir zu B, oder? Kann ja nicht sein, dass die Leute, die bezahlen, ja auch noch irgendwelche Vorteile haben. Wo kommen wir denn da hin? Fahren wir zu B, oder? Ja, wir fahren nach B. Wir fahren nach Berlin. Wir fahren hier, da ist schon wieder so ein fahrender Lokus. Schon wieder. Wieso muss ich ganz hinten starten? Ich war sogar noch weiter hinter dir, also bitte. Wieso überholt mich der Italiener? Der ein Radpanzer ist. Warum ist das Dixie-Klo auf Ketten schneller als ich? Ja. Gaijin, der fix. Dich gleich ab. Fix the game. Komm, warte, Lokus, warte. Schade, dass man nicht mehr Teamkills machen kann. Die hätte ich gern zurück. Ich würde diese Arschlöcher immer direkt wegschießen. Ich weiß. Er wartet sogar. Gut, den würde ich nicht wegschießen. Der fährt sogar vorbei. Ui. Der fährt nach C. Ja. Oh, wartet auf mich. Alles klar. Ich will auch noch B. Ja, der Ithaka ist reingefahren. Ne? War klar, der Ithaka. Ne? Die können nur drängeln, schubsen und schreien. Und kein Auto fahren. Und kein Auto fahren, genau. Ein bisschen rassistischer werden, dann haben wir das Programm hier durch. Die frauenfeindlichen Witze fehlen noch, ne? Ja, die hatte, irgendwas die hatte ich. Sagen. Die hatte ich heute Nachmittag im Mainstream gehabt. Da fährt ein M5 auf C. Ich habe leider nur spotten können. Ich habe nicht getroffen. Yeah, ich komme! Du fährst auch drauf, oder was? Nein. Ich suche Deckung. Also. Vielleicht verstecke ich mich hinter diesem Gänseblümchen. Wuhu. Was, wuhu? Aus was für einem welchen Lager bist du denn? Was? Ja, diverse Schokoriegel. Was? Okay. Manu, da hast du eigentlich gestern mitgemacht. Die haben ja gestern auf der Gamescom Duplo-Pakete verschickt. Ja, ich hab's gelesen, was du geschrieben hast. Hab leider nichts gewonnen. Boah, um die Ecke. Was? Links? Joker links? Ja. Links um die Ecke. What? Ich bin an seinem Schutzblech gebounced. Hast du schon... Oh. Meinst du diesen Crusader? Ja! Ja. Er ist tot. Was? Achso. Ich weiß nicht mehr, dass ich da durchkomme. Yay! Ja? Angeblich irgendwo links bei dir soll noch ein Panzer stehen. Da wurde gerade irgendwas gepinkt. Ja, zwischen den Häusern raus, Sepax. Ja, aber vor mir was. Zwischen den Häusern raus. Ganz außen haben wir einen Panzer 4. Ganz außen? Welches ganz außen? Da, wo gerade geschossen wurde. Da ist was über die Schienen gefahren. Oh, da kommt was von unten, jo. Sepax, weiter links, wurde gerade nochmal was gepinkt. Ach, Kea, ich höre doch jetzt gleich schon wieder auf. Hier wird wieder alles vor meiner Nase weggeschossen. Das geht jetzt schon 4 Gefechte so. Martin, hier vorne in der zweiten Straße steht auch was. Und wieder bin ich tot. Leck mich doch am Arsch. Okay, die siehst, werden vor deiner Nase weggekillt und dann spielst du aggressiver und dann wirst du selbst weggeschossen. Hab ich keinen Bock drauf. Joker, siehst du den in der Straße? Nein. Da ist ein Schutthaufen davor. Okay. Der ist ganz schwer auszumachen. Ich will nur sein MG feuern. Okay. Keine Witze über Italiener, Implied? Warum? Ich mache auch Witze über Holländer, obwohl ich selbst einer bin. Ich mache Witze über Russen, ich mache Witze über Spanier, ich mache Witze über alles. Warum sollte ich da irgendwelche Leute auslassen?
Wäre das dann nicht schon wieder rassistisch, wenn man jemanden auslässt? Genau, wenn ich jetzt irgendjemanden auslasse, ist das eigentlich, das ist dann rassistisch. Ja? Die dürfen nicht mitmachen. Ich habe noch nie gesehen, dass bei anderen Streamern so viele Sachen geschrieben werden, wie mach dies nicht, mach das nicht, sag dies nicht, sag das nicht. Da hören wir nur alle zu. Doch, doch, schon auch. Wird aber einfach ignoriert. Genau. Das sollte ich vielleicht auch machen in Zukunft. Alles einfach nur noch ignorieren. Hey, ich hab, was ist das denn? Wir haben noch einen Resub, Bernd von Papenburg. Dankeschön. Mein Geschützverschluss ist komplett kaputt und ich muss ihn nur 15 Sekunden reparieren. Hä? Russenpanzer. Was? Ich hab nichts gesagt. weiß einer von euch, ob da ganz außen der Panzerfisch schon gestorben ist? Nee. Also ich kann dir sagen, wenn ich hätte drauf schießen wollen, wäre er garantiert tot. Achso, ja, okay. Dann hätte ihn jemand anders gekillt. Das kann passieren. Ja, das ist das übelste Mixed Battle übrigens. Ja. Ich bin alle gegen alle irgendwie. Was spielen wir gegen Russen? Ich bin schon wieder tot! Ja, wir spielen gegen Russen. Da steht schon wieder was ganz außen und zwar ein Sherman. Ein M4. Oh shit. Ja. Aber jetzt mal was anderes. Wir haben, das ist doch sonst nicht so gewesen, dass du auf einmal sofort deinen toten Panzer gesehen hast. Du hast doch irgendwie meistens noch irgendwie gesehen, wie der explodiert ist oder sonst was, oder nicht? Ja, doch. Letzter Zeit auch aufgefallen. Ah, wenn ich Gegner, weiß was. Hullbreak könnte sein. Wenn du den Gegner nicht direkt gesehen hast, dann wird er erst sichtbar, wenn er dich abschießt und du kriegst auch keinen Abschussknall mehr, irgendwas, gar nichts mehr. Du genau, das fehlt alles, ne? Tot, genau. Und weg ist es. Zipax, vorne rechts von dir. Steiner startet eine Mission mit 12 Soldaten. Danke, Steiner. Ah, der Steiner. Moin. Grüß dich, Steiner. Hallo. Moin, Steiner. Ich hab den Panzer 3... Ja, ich hab den Sherman auch gesehen hier. Der ist weg. Der Sherman ist weg? Ja. Wo ist sicher? Sherman, der Sherman? Er hat sich von dem M5A1 wegfielen lassen. Ui. Von seiner eigenen Nation. Zipax, weißt du, wo der Panzer 3 steht? Nö, den suche ich aber die ganze Zeit. Wenn du jetzt rechts rausfährst und dann direkt nochmal rechts, steht ums Eck. So weit ist er weggefahren. Was? Der stand da die ganze Zeit? Dann war es wahrscheinlich ein zweiter. Dann meinen wir einen anderen. Ja, ich habe meinen Panzer 3M. Den gelben mit den Schürzen. Ja, ich sehe ihn. Ja, dich wahrscheinlich auch, oder? Ja, der sieht mich auch. Ah, da ist er. Ich hab ihn gehört. Der hat mir eine Föhnfrisur verpasst. wie kamen die eigentlich auf C drauf? Da steht ein kleiner M5 oder was das ist. Jetzt auch nicht mehr. Nö, jetzt ist er. Ah, guck mal, da haben wir noch mehr Panzer gefunden. Hi! Na? Der rein kritischer links. Treffer, was passiert denn da? Habe ich ihm das Fahrwerk platt geschossen, oder was? Ja, also kritische Treffer heißt mittlerweile gar nichts mehr. Kritische Treffer werden die hinterher geschmissen, aber es passiert nichts. Oi. Ich muss langsam sehr vorsichtig sein mit meinem Tool hier, ich werde langsam auffällig. Da kommt übrigens ein fetter Bomber rein. Der fliegt raus. Alles klar, okay. Ich weiß, was du meinst, Zipax. Die schießen alle auf mich, das finde ich voll unfair. Ja gut, zurück. Du hast halt auch einen Panzer, der sich wehren kann. Ja, ich schieße dann halt mal zurück. Ja. Oh, jetzt ist mein Panzer, mein Motor ist kaputt. Da steht noch ein Warhound in der zweiten Straße. Mein Panzer ist kaputt, mein Motor. Ja. mein Motor braucht länger zum Reparieren als der Geschützverschluss, auch nicht schlecht. Oh, seh dich. Was ist denn das hier? Spielen hier alle gegen alle oder was? Ja, fast. Wie, spielen wir Arcade? Nein. Muss ich meine Plaketten anmachen? Ja. Nein. Wenn du in der RB in der Warteschlange nicht alles voll kriegst, so wie es vorgesehen ist, kannst du auch mal ein Mixed Battle bekommen. Dann spielt quasi jeder gegen jeden. Aha. Total verwirrend. Hey, ich werde dir eingenebelt. Ja, von mir, damit du reparieren kannst. Ach so. Hab ich doch gerade gesagt, ich helfe dir. Ich dachte beim Reparieren, nicht beim Nebeln. Du hast mich hier gleich vergast. Deiner schmeißt die doch zur Seite weg. Die kannst du ja nicht gebrauchen.
Ja, mein Turm ist ja beweglich. Ach, der Turm schmeißt sich auf die Seite. Ach so. Ja. Ach, die war von der Wanne oder so. Nein. Warte, da steht irgendwas. Stand, okay. Wanne durchbrochen. Ja, ich schätze mal, dass es wirklich die Wanne durchbrochen ist, dass man keinen Abschuss, Explosion oder sowas sieht. Könnte ich wetten. Oh, das ist ein Cis 30, du schlägt mich. Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wo steht denn Cis 30? Direkt vor mir. Ach, sie ist weg. Dipax, Alter, macht was? Dipax, mach dein Tool aus. Ich kann noch nichts dafür. Die fahren mir einfach vor die Schnauze. Und ich muss nichts mehr machen, außer abdrücken. Das ist 15. Das geht schon die ganze Zeit so. Also die schießen alle wie blöd auf mich. Aber... Holt das gerade nach, was hier bei den Flugzeugen weggefallen ist vorhin. Ja. Ich wurde vorhin schon gefragt, ob du jetzt endlich Zielwasser getrunken hast. Ja, hab ich. Ich hab den Schuss in meinem Kaffee drin. Ja, gut. Das hat vorhin gefehlt. Ja, die nehmen A ein. Warte, ja, ich muss hinter dir sein. Ich gehe ja den. Ach nee, warte. Ich fahr falsch. Das wird dir nichts mehr, Sebex. Ja, ja, bis dann, wir sehen uns. Ja. Ist Marder. Von links. Südliche Straße kommt gleich so ein kleiner M22. Warte, lass mal auf Sebex warten. Ach Quatsch, geht der hat schon haufenweise Kills. Geht's dir gut oder was? Und wo kommt der M22, die große Hauptstraße hier unten dran? Der ist eben vom Spawn irgendwie... Ich hab ihn. Ich fahr okay. Der hat den Impfling noch mit Artillerie erwischt. Es war ein anderer M22. Ja, hier steht noch einer. Nee, der ist tot. Ach so, oh. Der sah noch ganz in Ordnung aus. Ich hab dem nur die Crew rausgeschossen, deswegen. Der war da nur gut. Ich hab dem nur die Crew rausgeschossen. Wenn man den nur die Crew rausschießt, dann bleibt der Panzer in der normalen Farbe. Wenn du irgendwas anderes machst, wird er schwarz. Wie hast du den nur die Crew rausgeschossen, ohne irgendwas anderes zu beschädigen? Ich hast du die rausgebeamt oder was? Hallo, die Russen können alles, die können auch beamen. Hanut, hast du deinen Stream auch an? Ja. Das musst du mir vorher sagen. Deswegen. Damit weil, ich zwei Zuschauer zu dir schicken kann. Nein, weil man das vorher sagt, wenn man am Stream ist. Ich hab's angemacht, als du es auch angemacht hast. Ja, aber gewusst hat's keiner. Bip, bip. Willst du mir den jetzt klauen, Sipax? Haut ja ab. Ich schieß einfach drauf. Ey, du hast schon 15 Kills. Reicht nicht. Wofür hab ich denn jetzt hier Doppelschlag gekriegt? Zusammenarbeit mal 10. Holy shit. Sepax hinten links und hier. Was? Das Apparieren, warte. Irgendeine Flachs ist es. Ich drehe ja schon wieder um. Die ist gerade weggefahren. Ich weiß nicht wohin. Ist raus. Ich muss jetzt sowieso weg hier. Ich werde schon wieder aufgedeckt auf der Karte. Ich glaube, ich muss mir mal ein neues Crewmitglied holen. Ich habe nur noch zwei übrig. Okay, ich fahre jetzt generell auch mal zurück. Ich glaube, ich bin rückwärts fast so schnell wie du. Vorwärts. Was? Willst du jetzt noch schießen, damit du schneller wirst, oder was? Boah, das geht! Ja! 26 km/h! Uhu! Komm, nochmal, peng! Was ist deine Topgeschwindigkeit eigentlich? Wo ist denn ihr Spawn auf der Karte? Ich sehe das hier jetzt gerade nicht. Dann denk mir dem Fähnchen. Haha! Ich kann keine Aufklärung fliegen, wenn ich nicht weiß, von wo die kommen. Ja, die müssen jetzt direkt hinter dir sein. Super. Ich glaube, das ist eine der trolligsten Runden, die ich je hatte. Ach, die Ente ist ja auch im Chat.
Guten Tag, Ente. Ente, Ente, Ente. War die Ente nicht eben auch an der Belagerung beteiligt? Belagerung? Wenn ich das immer, wenn ihr. Wenn alle voll im Implied im Channel sind, dann ist immer dann die Belagerung. Ich meine nicht. Ich hab nur Sebala als Mod gesehen und mich dann halt später noch. Oh, Artilleriefeuer. Ja. Hallo Martin. Ja, ich will nicht sterben. Yay! Hä? Was? Nix. Ich. Oh, wenn ich jetzt sterbe, ey. Ich hab hier 16 zu 0. Komm her. Da können die, kann die deutsche Nationalmannschaft sich noch was abgucken. Ach, schade. War doch, als wir Weltmeister geworden sind, haben wir das Spiel gegen Brasilien, war doch ähnlich. Ja. Ja, aber es war ein bisschen weniger als 16 zu 0. Die hatten 7 zu 1 gespielt. Ich habe 16 zu 0. 18 zu 0. 16, nicht 18. Achso, ups. Trotzdem. 55.000 Silberlines für was? Ich mach das Tool jetzt aber auch aus. Dann fahr keine Mathilda mehr. Nein, die Mathilda ist cool. Ich will die behalten. Ich glaube aber, der BT-7 F-32 ist jetzt nicht so super OP, wie die meisten geschrien haben, als er angekündigt wurde. Von ja, wegen. Die Befürchtung war ja, oh Gott, der ist imbar, ne? Ja, ja, also das sehe ich jetzt nicht so, also. Nö. Der fliegt halt mit einem Schuss raus, dafür macht er halt auch gut Aua. Ja gut, der erste T-34 ist auf 3-3, also ich weiß nicht, ob dieses Kackfass hier dann auf 3-0 gehört. Also 2-7, finde ich, ist realistischer als diese 3-0. Aber das kennen wir von Gaijin, dass man aus Panik, dass man irgendwie da den Anschein erwähnen könnte, dass Leute, die hier Geld reingesteckt haben, Vorteil haben, geht man lieber hin und macht dann alle kaputt. Oh nein, jetzt bekriegen sich zwei Enten in deinem Chat, Martin. Weiß ich nicht, aber hier Tutu-Vai-T06 kriege ich Mod, bin schon lange dabei. Was? Nein. Also erstmal habe ich deinen Namen noch nie vorher gelesen. Eben. Und ich kann mir die Namen relativ gut merken. Zweitens kriegt hier keiner einen Mod, außer meine Moderatoren. Und die werden tatsächlich sogar dafür bezahlt. Ganz kurz. ABC? Also kannst mir gerne eine Bewerbung schicken mit ausführlichen Lebenslauf und Zeugnissen. Dann gehen wir das an die Personalabteilung weiter und dann gucken wir mal. Ich fahre nach C. Wir haben noch keinen Personalleiter. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch, Sebax. Du hast eine neue Stelle erhalten. Yay! So, ich meine jetzt wie eben. Ich warte einfach, bis ihr alle vorgerusht seid, die euch alle flanken wollen und umfahren wollen, und dann schnapp ich sie mir. Das hat gerade ganz gut geklappt vorhin. Findest du geil? Krieg ich Mod. Bin schon lange dabei. Haben noch nie davor gelesen. Das ist genauso, hey, was, genauso hey, wie. Preis? Kannst du mich mal grüßen? Warum? Was letzte Preis? Was ist letzte Preis? Letzte Preis ist 10 Euro mehr, Alter. Nein, ich bin nicht verfolgt, so ein blöder Flak. Der will cappen. Könnt wetten, der cappt alleine. Musste blockieren. Das haben wir mal. Du hast doch kein Bremslicht. Als das gerade angefangen hat mit der Masche. Wo? Da vorne. Achso, okay. Als es gerade angefangen hat mit der Masche hier, dass die Leute ganz schnell auf den Cap fahren, um sich ein Flugzeug reinzuziehen. Da haben wir mal den Spaß uns daraus gemacht, einfach die Leute zu blockieren. Also im Spawn. Sich einfach nur vorzustellen und die abzubremsen. Ey, was ist denn heute hier nur bei mir? Oh. Verbale Entrüstung. Ich sehe hier nichts. Du hörst dich fast so an wie ich im Stream, als ich nichts treffen konnte. Ja, alles, was ich sehe, das fährt in dem Moment, wo meine Kanone einigermaßen stabil ist, weg. Und dann schießen andere drauf. 12 kippen Bäume. Mann, ey. Ich hab hier den einen auf dem Cap. Ich hänge. Oh, oh. Not. 2 Uhr. Oder ich such stundenlang nach Gegnern und sehe keine. Und dann kommt schon Seppelbugs und macht sie alle tot.
Ganz kurz, Not steht hier außen an. Der ist schon wieder dieses Arschloch! Wie ziehst du mir die ganzen Gegner hier von der Nase weg? Ja, ganz kurz, der Not steht hier außen an der Straße in B4. B4? Oder hier, B4? Da, B4. Okay. Du hast nicht falsch gepinkt. Kommst doch hier gleich, ey! Not hat die Flagge raus, okay, der steht immer noch hier dann, also. Ich komm mal mit der Matilda vorbei. Mann. Du schuldest mir übrigens einen Arztbesuch beim Nasen-Ohrenarzt oder wie auch immer. Warum? Du mir gerade ins Kleine. Es geht mir voll auf den Sack. Euch fahren sie alle vor die Nase, ihr bulzt alles weg und ich komme immer entweder eine Millisekunde zu spät oder in dem Moment, wo ich schieße, macht ein anderer den schon tot. Was ist denn heute los? Euch? Das war bis jetzt nur Sipax. Was? Dein Glück. Mit dem vor die Nase fahren. Ach, Glück ist mit den Dummen. Das passiert sonst auch immer. Hier bei Hanuta, wenn du mit dem unterwegs bist. Der ist mir vor die Nase gefahren. Mir fahren die nie vor die Nase. Vielleicht stehst du halt einfach nur falsch. Genau. Ich steh falsch. Dicke Eier, ich will mich vernünftig hinstellen. Mal die Hände aus der Hosentasche nehmen. Gerade hinstellen. Brust raus, Bauch rein. Oder wie war das? Bauch raus, Brust rein. Oder so. Feindfahrzeug voraus. Ich hab nichts. Ja, da wo ich hinballer. Mein Gott. What? Leider nichts, hier sind zu viele Häuser dazwischen. I'm dead inside. Ja, jetzt kommt ein Flugzeug rein. Au. Help. Als ob dieses Flugzeug gerade bei Kanonenrohr getroffen hat. Ja, dann hat er gerade versucht, hier war so klar. Mit der 110 C6 was zu reißen. Und ist abgestürzt. Dili. Weil er hat aus der Entfernung einfach mal einen Kanonenrohr getroffen. Finde ich gut. Ich habe mich gerade tierisch vor einem Busch erschreckt. George W.W.? Ja. Oh Gott. Der hing auf einmal an meinem Fenster außen. Wie ist er denn da hingekommen? Hochgeklettert? Anscheinend an seinen Helikopter gesetzt. Ha. Und hängt dann den Baumel hier rum. Welchem Stock lebst du hier? Im 6. Der T-34 hat einfach keine Bremsen. Okay, also der P-40 ist raus. Hier drüben scheint nichts mehr zu stehen. Nur noch im Spawn und da schieße ich nicht hin. Ach, schieß rein. Da kommt ein Panzer 4 ganz außen rum. Ich habe mein Glück für heute Abend komplett verspielt. Ey. Jetzt habe ich nur noch 12 Punkte, habe ich gerade mal. Ganz kurz, hier außen fährt wahrscheinlich gleich wieder Not rum. Sepax, der müsste bei dir rumkommen. Okay. Die Straße runter. Seh nix. Da ist die Bombe, ich bin tot. Da fährt nix. Ja, der kommt jetzt erst. Der ist gerade. Ja, der kommt auf dich zu. Aus nördlicher Richtung. Und da war eben der Stock, aber das war der nicht. Ah, ja, ich seh's. Happen? Ne, da war er nicht. Ah, sie fahren ihm wieder alle vor die Nase. Es war nicht mal Nord, okay. Ja, da war er nicht. Das gleiche 5 Flugzeuge, aber ich sehe nur eins. Ah ne, da ist das zweite. Rate mal, wer bei uns gerade im Team ist. Der Papst? Nee, Elken After. Ach, meinetwegen. Wer ist das? Der bekannteste russische Streamer von WT. Und oh. YouTuber, glaube ich, auch. Okay. Oder der erste Streamer, der sich richtig mit Gaijin angelegt hat, der sich da richtig gezopft hat, oder? Hat er nicht irgendwie einen Bann bekommen sogar? Das? Ja. Naja, irgendwie so. Da war, irgendwas war das, aber schon sehr lange, ja. Ja.
Ich weiß, wer das ist. Aber? Ich habe mich mal über den aufgeregt. Was ist über ein Video? Wo ich den Type 90 oder sowas von den... Als du dir entgegengekommen ist, ja stimmt. Der hat den Spawn gecampt. Ja. Und vor allem, du hast zweimal in ihn reingehalten und ihn ist interessiert. Genau so ist es. Ja, und ich brauche nur in der Nähe vom Spawn sein. Da schreibt der halbe Chat schon wieder, ey, Impty ist ein Spawn-Camper. Und die großen Leute wie Elken After machen es regelmäßig. Interessiert keine Sau. Na, vielleicht ist es halt bei der russischen Community so normal, dass man Spawn-Camper. Wenn Raibun den Spawn-Camper interessiert, hat auch keine Sau. Bitte von euch noch irgendwer ein Flugzeug? Nein, ja nicht. Okay. Da habe ich hier meine Sightseeing-Tour beendet. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt stehen wir hier vorm Spawn und ich darf nicht reinschießen. Leck mich doch am Arsch. Dann schieße ich rein. Kriegst du dann schon wieder 16 Kills? Ich finde, das hat eine Grauzone, Martin. Wir müssten jetzt aber ganz viele Leute nachspawnen. So wie es jetzt läuft, ist es ja schon fast kein Spawn-Campen mehr. Kommt wieder so ein Müsli-Riegel-Tunker in Sojamilch und dann kriegst du wieder einen drüber. Oh ja, Milch auch noch. Ja, Milch. Ja, bio-vegane Sojamilch. Oh Gott. Ich fahr zurück, ich fahr nach B, weil er ist gerade mit A-Captain beschäftigt. Ah. Abschleppen. Wenn der dann überlebt, fährt er nach B. Warte, wem willst du abschleppen, Zucker? Martin. Das klappt. Was? Oh ja, komm, hier, gib Gas. Wir probieren's mal aus. Komm, komm, Fifi, gib Gas. Papa, was macht ihr? Komm, nein, ja, was machst du denn da? Hey! Geht nicht. Klappt nicht. Bist du schwer. Nee, du hast mich hier von hinten, du hast mich hinten eingehakt. Du musst mich vorne einhaken. Komm zurück. Hey, hi, nein. Hallo, stopp. Nein, nein. Bin ich stark genug? Oh. Hast du ihn gerade gewendet? Wollte ihn eigentlich ziehen, aber mit dem T50 ist das nicht möglich, die Matilda zu ziehen. Der hat mich am Hintern entlang gezogen. Auf einmal hat er mich quergestellt. Wie viel wiegt Matilda? Jagdente schreibt, ihm wird Spawncampen auch nicht angekreidet. Jagdente, bei mir wird alles angekreidet, was Kills bringt. Ne? Das ist traurig, aber wahr. Ja, ist so. Ja. Ja, und wenn du armer Kerl dann mal keinen Kill abbekommst, dann heißt es, du bist so doof zum Treffen. Ne? Das ist echt gemein, sowas. Ja, ja. So läuft das aber jetzt schon seit 2 Jahren. Will wer was von A, oder... Impty darf keine Kills machen. Meh. Will noch wer was von A, weil ich glaube, der Crusader fährt drauf. Ich kenne die nicht, die A. Und solange ich die nicht kenne, will ich auch nichts von der. Oder hat die eine gute Figur? Ganz schön groß ist die. Das ist mir egal. Wenn die liegt, kannst du das kompensieren. Ich halte es ja lieber mit der B. Ui. Ey, du kommst so einer bist du. Die ist pflegeleichter. Jetzt. Da fahr ich doch jetzt nicht hin, um da hinterher, da krieg ich doch wieder nichts ab. Leck mich doch am Arsch. Ja, die sind draufgefahren. Hallo, Jocke. Ja. Ich bin rot? Nein, das ist die Kamera. Die Kamera ist rot. Ich muss mir mal eine neue Kamera zulegen. Die macht keinen vernünftigen Weißabgleich. Da kommt immer irgendeine Farbscheiße bei raus. Ja, Streamer. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Au, wir haben hier hinten noch einen. Der ist hier zwischen den Steinen. Ich habe absolut keine Ahnung, was das überhaupt ist. Aber ich schätze ein Panzer 4. Aus wie ein Jagdpanzer vom Symbol, oder? Aber der lobt die Schüsse ganz schön ordentlich. Hast du schon getötet, Sebax, was hier war? Was? Ja, hier war was. Hast du das schon getötet oder was? Ist ein Panzer. Ja? Ist ein Panzer 3. Aber C, ich komme nicht schnell genug nach C.
Ich fahre nicht nach C, kommt wieder irgendein Hampelmann angewackelt und schießt vorher alles weg und kappt. Leck mich doch alle am Arsch, ich bin jetzt faul. Da ist keiner bei C. Das sagst du, wenn ich da hinfahre, ist auf einmal alles. Ganz kurz, hier unten steht der Panzer 2. Oh, Sturmpanzer 2. Die hat geschmeckt. Der hat erstmal ein Kind geworfen. Und wieder ist er tot. Sturmpanzer 2? Ja. Der lebt noch. Der lebt noch. Fährt Richtung B. Der ist nicht rausgegangen. Fährt in Richtung B, wo? Der ist Da wird B3 auf der Karte markiert. Der wird da markiert, ja. Ach, das Ding da oben. Ah, jetzt ist er tot, der T-34 hatten. Aber wenn der jetzt bei C in Ruhe gelassen wird, wird er ja gleich von C nach B fahren. Also von daher, ne? Wo? B? Ich bleib bei B. Da bremst der vorher! Wer bremst? Achso. Guck, keine Sau fährt nach C. Wäre ich da hingefahren, wäre ich wieder als letztes angekommen. Ich schau immer das gleiche hier. Er kommt rein aus Ost über C. Sogar roten Rauch eingeschaltet, damit man ihn auch gut sieht. Das ist nett. Das ist nett. Ja komm, schießt du halt auch mal drauf. Ja, der rammt sich doch bestimmt gleich in den Boden rein. Alles auch nicht. Spielen wir zur Beruhigung eine Runde Reit hier? Ja, im Plät, mach mal. Ja, genau. Außerdem bin ich ganz ruhig. Ist alles nur Fernsehen hier. Bum, bum, bum. Ich glaube, ich fahre auch mal diese Matilda. Habe ich auch irgendwo. Wo ist denn die? Die ist voll lustig. War die überhaupt? War doch ein Eventfahrzeug, oder? Mhm. Mhm. Wo habe ich die denn? Ich weiß, dass ich sie habe, aber wo? Ach, die da. Ist Rang 2, ganz oben links. Da habe ich sie schon gefunden. Wo kommt die hin? Hey komm, Sepax, lass die Tante Mai mitnehmen. Nö. Das hat ja so gut funktioniert bei uns. Nö. 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 Ich weiß, es hat nicht funktioniert, aber trotzdem. Nein. Nehme ich nicht mit. Können wir bitte irgendwie eine Petition unterschreiben, dass Sepax einen Tag mal nur die Tante Mai fliegen kann? Soll, darf, muss? User in your channel was kicked from the server. Richtig so. So. Hat sich besser verdient. User joined your channel. Guten Abend. Guten Tag. Guten Abend. Wer ist denn da? Die Auskunft. Habe ich nicht bestellt. Mit wem soll ich sie verbinden? Wer will verbunden werden? Riesig für wirres Zeug. Ich weiß schon, was ich Ende 2020 streamen werde. Hier diese Dingsbums-Bank-Spiel da. Cyberpunk. Jo, Dingsbums-Bank? Was? Cyberpunk. Ach, Cyberpunk. Ja. Und dann die mit den Affen da, dieses Survival-Game, finde ich auch geil. Ancestors. Ja. Das, die Affen sind aber nur der Anfang. Das geht ja weiter. Du ja, entwickelst ja. dich ja zum Menschen. Deswegen will ich das ja spielen. Du C wieder? Mhm. Aber die meisten Otto-Normalspieler, da so der breite Mainstream, über den wir uns immer aufregen, wenn der das spielt, dann machen die in dem Spiel mehr Entwicklung durch als in ihrem eigenen Leben. Alles klar. So, Einblick mit der Matilda jetzt ganz ruhig. Kannst du jetzt Schluck Wasser trinken? Oder Uso? Was ist das denn jetzt? Packen sie alle die Matilda aus oder was hier? Geht weg! Das ist mein Fahrzeug. Ernsthaft? Ich dachte, ihr wolltet den T34, die BT7 spielen. Wieso ist das dein Fahrzeug? Damit bin ich die ganze Zeit gefahren.
willst doch bloß deine Kills haben damit, oder? Ich sehe gerade, der Noxarios hat ja heute einen Zehner dagelassen und der Noxarios, das hört sich griechisch an. Die Griechen sind mir sehr sympathisch. Kommt denn der eigentlich an Geld? Ho, ho, ho. Ho, 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 ja, böse, ja, oh, böse. Ich weiß. War nicht böse gemeint. Das ist die Regierung, die kein Geld hat. Ja, gut. Die hat kein Geld, weil die Griechen das alle für sich selbst behalten haben. Ich schätze mal, ihr kommt nicht auf den Cap drauf, oder? Du bist lustig. Ich gehe davon aus, das nicht. Die Mathilda ist für schnelle Flankenmanöver gemacht. Auf jeden Fall. Und nicht fürs Cappen. Diskriminierung, du bannst mich immer, ja, Jagdente. Ich bann jeden so, wie er es verdient. Ich kick da immer. Ja. Ach stimmt, weil ich Ente bann ich für eine Sekunde. Ja, genau. Und dich habe ich eben gerade nur gekickt. Das meinte. Okay. Da außen fährt ein Sonderkraftfahrzeug. Ja, Ente, ich denk dran. Dann nächstes Mal bann ich ihn für eine Sekunde. Vielleicht sogar für zwei. Oh Gott. Man könnte tatsächlich meinen, Sepax hat was gegen Enten. Wieso, ist das Hanute-Ente? Schokoriegel-Ente. Packen die Enten in Schokoriegel rein, da? Ja. In ihren Pappwaffeln? Da, aus der Stadt, wo Hanuta kommt, essen die so komische Sachen, ja. Was? Die kennen kein Ente süß-sauer, die kennen Ente mit Schokowaffel. Ente mit Pappe. Geflügeltwix. Genau. Geflügeltwix. Für Moslems. Geflügeltwix. Da ist was geplatzt. Ja, ich weiß, aber warum? Also, wow. Auf 70, 72. Ihr seid ja ganz woanders. Ja. Ich dachte, ihr kommt wenigstens in die Richtung mit. Nein, bei dir ist unlustig. Ach so. Jetzt bin's ich wieder. Echt jetzt? Da muss man mehrmals reinschießen, ich kotze ja gleich. Das ist mein Kill, wer da bei mir steht. Mein Kill. Ich werde jetzt sterben. Bitteschön. Danke. Hä? Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe mir mal verraten, wieso ich gerade auf einmal random angefangen habe zu brennen. Da ist ein Panzer auf 3-3. Oh, hat sich erledigt. War? Hat sich erledigt. Sag doch mal Ziele an, auf die man auch noch schießen kann. Hat sich erledigt. Ja, mach ich demnächst auch alle toten Panzer hier ansagen. Das ist ein Panzer. Es ist wie bei mir, wenn ich einen Panzer ansage, stirbt er in der nächsten Sekunde. Weil du im selben Moment drauf schießt. Nee. Das habe ich aber gerade gemacht. Ich habe drauf geschossen und angesagt. Ach man so. Sagt eigentlich erst an, nachdem... Schon wieder diese Scheiße! Du stehst prompt kaputt da, was soll das? Das war ein Panzer 3M aus gerade mal 50 Meter Entfernung oder sowas. Ja, aber trotzdem will ich nicht einfach prompt kaputt dastehen. Verstehst du, was ich nicht meine? Achso. Jetzt verstehe ich dich. Ich will diese alten Effekte wie früher, da wo du gemerkt hast, dass du gerade kaputt gehst und nicht auf einmal in einer anderen Dimension dein Spiel zuguckst. Oh! Ich hab das ferngesteuerte Auto gekriegt hier. Was? R3 weggemacht, den alten Racer. Was steht auf deinem T-Shirt? Sparta? Ja, da steht Sparta drauf. Das ist Sparta. Und irgendwann Griechisches steht da drauf. Ich habe übrigens ein This is Sparta T-Shirt da gekauft. Hast du den denn rausgekratzt? Stand der da oben auf dem Berg? Ja, der hat auf mich geschossen, die Sau. Da oben steht nochmal was auf dem Berg, rechts von euch. Hä? Weiß nicht, ob ihr da hingucken könnt. Nö. Okay. Also da ist ein Berg, aber der ist im Weg. Okay. Dann macht er Tulan und schießt durch den Berg. Das habe ich ja eben ausgemacht, sonst fällt er dir auf. Ja, okay. Ja, der ist jetzt eh raus gerade. Da scheint aber noch irgendwas anderes zu kommen. Da wird gerade heftig geballert. Oh, Front. Nur Front, hinter uns. Überall. Ich kann da nicht runter. Scheiße, ich kann da nicht runterhalten. Was geht bei euch eigentlich ab da? Na, ich hab den nur an der Geschützkanzel getroffen. Oh, ich hab eine Kette verloren. Lebt der noch? Oh ja. Oh Gott,
Joker. Holy shit, kann nur die Zähne. Ach, schon tot. Warum? Weil das kann? Was am Unlust ist. Kann, genau. Ich krieg das Rohr nicht runter. Er macht den Impi. Jetzt kriegst du das Rohr nicht runter. Vorhin warst du zu steif, um reinzukommen. Ja. Komm mal zu euch. Das war aber besser, als ich wurde gefettig gemacht. Die Nasen. Da hast du dich gut gefangen, den Arndt, ey. Die hat mich fertig gemacht. Oh, ich hab daneben geschossen. Nein, mein Geschützverschluss ist kaputt. Hilfe! Help! 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 On the way, on the way. Ja, jetzt bin ich tot. Elite-Sniper hat mich weggesniped aus 2 Meter Entfernung. Wo ist der? Wo? Der steht direkt Der stand, nein, der stand direkt hinter mir. Das sind 2 Panzer 3L. Einer stand vor mir, einer stand hinter mir. Der ist jetzt auf B drauf. Ja, yep, der müsste jetzt bei dir direkt vorne dran sein. Genau, und zwar auf der rechten Seite von B, also auf D, auf BC3 oder so. Ja. Für ein Eck weiter. Sichtet ein. Weg. Da muss aber noch ein zweiter stehen, Leute. Da müsste aber noch ein zweiter sein. Das ist alles tot hier. Der Elite-Sniper hat mich übrigens angeguckt. Angucken folgt auch ein Schuss, also da habe ich keine Lust drauf. Ist schon gut, ich bin nur einmal um den ganzen Tempel gefahren. Kleiner Umweg. Ich versuche immer zu helfen und wird jedes Mal so bestraft. Ja, sei froh, dass du nicht getötet wirst als Bestrafung. What? Gibt's denn immer noch diese Ghost Shells? Immer noch ein bisschen, ja. Darf ich dir helfen? Ja, klar. Ich bin jetzt da nicht mal durchgekommen. Was soll denn das? Ich hab dich mal richtig getroffen. Unbeschädigt. Ja, auch. Warte, ich helf dir reparieren. Irgendwas ist heute echt nicht in Ordnung. Bei den Panzern knall ich die einen nach dem anderen weg und mein Flugzeug... Unbeschädigt. Nicht das mal ist jetzt getroffen. Echt doof hier. Ernsthaft? Ja. Am Bodenziel? Klicklicht aus. Unbeschädigt. Ich hab den durch die Kommandantenkuppel erschossen. Echt? Jo. Und die ist ja nicht wirklich groß. Beim Stuck. Stuhl. Die hat eine Kommandantenkuppel? Wirklich ganz, ganz kleine. Wusste ich gar nicht. Ja, was soll es denn sonst gewesen sein? Rund gewesen, da guckt der Kommandant raus. Super, danke Hanuta, der war gut. Boah, der hat nämlich gerade auf mich geguckt. Ich habe kritisch eine geflockt. Ich dachte, ich hätte gerade gekillt. Nein. Ich war froh, dass du den weggemacht hast, weil der guckte mich gerade schon an. Der wollte gerade eine 7-5er durchziehen. Oh Gott. Hat bei mir Kopfschmerzen verursacht. Sipax, schießt du da gerade auf was? Ja, da ist ein Panzer 3. Na, mein Schuss ist drüber. Warte, ich lenke ihn ab, vielleicht guckt er rüber. Ich bin an seinem Schutzrohr abgeprallt. Darf ich drauf schießen, Sipax? Ja, schieß doch, Mann. Okay. Der tötet mich hier sonst. Er hat auch keinen Turm mehr gehabt. Wie konnte der da schießen? Weiß nicht, der hat auf jeden Fall geschossen. Sipax, rechts von dir, hier oben an dem Berg, könnte sein, dass hier noch einer steht. Okay. Zwischen 2 Steinen stand der. Ja. Wirklich oben. Oh ja, Panzer 3, ja, ich seh's. Genau. Und ich bin abgeprallt. Was hab ich denn hier für eine Mumpel drin? Hast du die richtige Munition ausgewählt? Ja, ich meine schon. Der ist tot. Gut, Joker. Martin? Ist weg? Okay, gut. Was? Du bist ausgeklettert, du kleine Ziege. Was ist weg? Ob du den wegbekommen hast? Ja, ich kann schon noch Gegner tot schießen, manchmal. Manchmal. Wenn es keine Stuck ist. Ja, das... Und wenn keiner hinguckt. Das war merkwürdig, ne? Ja, so irgendwie... Ich bin ein bisschen mehr pennen gewöhnt. Komm, Joker, gib Gas. Ja. Gut, du bist eh 3-mal schneller als wir.
Links von uns, Hanuta wurde im Panzer zerstört. Eigner, glaube ich. Ich sehe noch keinen. Wie findest du eigentlich meine Bemalung? Wunderhübsch. Ihr glaubt mir alle meinen Behindertiger. 242, hey. Da ist einer. Sipax, das mit dem Tiger hab ich. Auf 242 ist einer. Ja. Halt da. Den Tiger hab ich doch angefangen, als ich den R3 beschmiert hab. Oder was es war. 242, das ist doch, hä? Da ist ein Feind. Bin ich schon tot? Oder brennt er bloß? Na, ich bin hinter Implied. Nee, da nichts. Sorry. Ein Panzer 3. Guckt in diese Richtung. Oben, unten? Wo steht der? Wo steht der? Ja. Der hat geschossen. Ach, der steht da. Geht denn? Schön. Vector, ich hab da Arti liegen. Oh, ich hau ab. Was sagst du mir jetzt, wo ich schon da reingefahren bin? Hast du dich getroffen? Nein. Gut. Ich stocke. Nee, ganz knapp vorbei. Jetzt wär's es nach unten im Killfeed. Implied tötet Joker. Hat er mit mir auch schon gemacht, der Herr. Am Passieren im Alpha des Gefechts, mein Gott. Ich? Ich hab doch noch nie einen von euch getötet. Du hast mich in der B-510 C6 abgeschossen. Ja, du hattest es auch verdient. Nur weil ich dir diesen einen Schirm da geklaut hab. Du klaust immer alles. Du bist so ein kleiner WT-Dieb. Kann ich dir ein bisschen Premium-Zeit klauen? Nee. Okay. Du kannst meinen Account kaufen, ich hör auf. Genau, den versteigere ich demnächst hier bei YouTube. 50 Euro, fertig, weg damit. Bei YouTube? Ich glaube, da kriegst du ein bisschen mehr als 50 Euro für den Account. Wenn das jetzt ein Spiel wäre, hat jeder spielt. Ja, aber doch nicht hier. Hast du mal gesehen, wie die bei eBay gehandelt werden, die Accounts? 2,50 Euro. Und dann hast du da schon 23 Premium-Fahrzeuge drauf. Jetzt? Ach du Scheiße. Ich krieg für meinen World of Warcraft-Account mehr Geld als für den hier. Gleich wieder da. Ich glaube, ich auch. Und das letzte Mal gespielt habe ich 2008. Ich glaube, Implied ist in Urlaub zu den Leuten gegangen, um Werbung zu machen für seinen Channel, damit er mehr Zuschauer bekommt. Wer macht für was Werbung? Der Implied ist in Urlaub zu den Leuten gegangen, um Werbung zu machen für seinen Channel, damit er mehr Zuschauer hat. Zu wem bin ich hingegangen? Zu den Leuten. Zu welchen Leuten? In Griechenland. Warum sollte ich? Weiß ich nicht, das hat der Chat gerade geschrieben. Weil ich von dem Griechen eine Spende gekriegt habe. Ja, die Deutschen sind ja alle kniebig und geizig. Siehst du, die Menschen, die nichts haben, die Griechen, ja, die spenden. Aber der Deutsche, nein, kann nicht sein, womöglich kauft er sich dahinter, was weiß ich, eine tolle Sonnenbrille oder sowas. Nein, da spenden wir nichts, machen wir nicht. Ich suche einfach mal. Jetzt, wenn ich hier in den letzten 4 Jahren Streaming überhaupt irgendwann mal eine Spende gekriegt habe, kann ich mich nicht daran erinnern. Dass hier mal Spendengelder geflossen sind. Mein Kanal ist dafür bekannt, dass hier keine Spendengelder fließen. Jetzt hörst du quasi durchs Internet, wie es bei dem einen oder anderen im Oberstübchen anfängt zu rattern. Brrr, wie meint er das jetzt? Brrr, meint er das böse? Brrr, meint er das ernst? Brrr. Ja, rattert mal weiter. Die Antwort gibt's im nächsten Stream. Schön heiß machen auf Sonntag. Ich stream nur noch einmal pro Monat. Die Antwort gibt's per PN nach einer 5-Euro-Spende. Ja, bei 5 Euro gibt's auch nur 5 Buchstaben-Antworten. Kannst deine Antwort ja in Initialen schreiben. Genau. Ich mache jetzt mal einen Gegenvorschlag an all meine Hater. Wir machen so, pass auf. Wenn der Spendenbalken da oben heute gefüllt wird von meinen Hatern, dann höre ich auf mit Stream. Ja, ihr habt jetzt die Chance, den Spendenbalken zu füllen, liebe Hater. Macht den jetzt voll. Der Gong läuft, der Buzzer ist hot. Die Zeit läuft runter. Wenn ihr den heute noch füllt, dann hört Implied mit Streamen auf.
fahren wir links oder rechts zu der Stadt? Ich muss jetzt hier erst Geld verdienen. Moment. Ich fahre in die Stadt. Welcher Spawn? Was? Welcher Spawn? Das ist doch rassistisch. Wieso kannst du dich für einen entscheiden? Gib beiden die Möglichkeit, sich zu entfalten. Entfalten, ja, ja. Mein Gott, das ist kein Wunder, dass die Leute hier immer mehr aggro sind, wenn die bei mir zugucken. Ständig dieses Wahlverhalten, dieses unterschwellige Rassismus, immer dieses, der eine wird nicht beachtet und so. Wir sind doch ein Stream für jedermann und auch für jeden Spawn. Jeder Spawn hat hier seine Berechtigung. Wir können da nicht einzelne Spawns einfach außen vorlassen, nur weil uns deren Richtung nicht gerade gefällt. Das ist doch spawnfeindlich, so ein Verhalten. Das kann man nicht tolerieren. Hashtag keine Spawnfeindlichkeiten in diesem Stream. In diesem Spiel. Genau. Hashtag Spawn 2. Was? Einstiegspunkt 2. Hashtag, ist das eigentlich ein Wort, das aus Holland kommt? Hashtag, ja? Ja, ist das hier der Tag des Hanfes? Der Hashtag? Wahrscheinlich. Ach, ja. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken in unseren holländischen Kalender, ob da irgendwo der Hashtag ist. Das ist eigentlich ja bloß eine Tarnung dafür. Bitte? Für andere Länder. Bei denen ist dann noch nicht legal. Was? Es gibt Länder, in denen Hash noch nicht legal ist? Da hast du aber geschlafen. Im Blät. Anuta. Ja, ich weiß. Ich meine halt hier zum Beispiel Deutschland. Warte mal. Macht ihr mal weiter da hinten. Ich fahr mal da hinten zum Café. Machst du Pause? Ja, ja. Was für ein Café? Zum Hash-Café? Café 24 steht hier. Der ist direkt neben dem Fischmarkt. Das ist, glaube ich, auch ein Coffeeshop. Das ist ein Niederländer, den er eröffnet hat. Achso. Oh Gott, trifft es hier aber auch ganz schön durch die Gegend. Ja, der Nord hat mich abgedrängt. Wow, geil, guck mal. Hier, die verkaufen ihren Kaffee sogar gerade im 30% Sale. Nein, ich wollte dort abdrängen. Könnte man meinen, die arbeiten für Gaijin. Ja, immer alles mit Rabatt. Ja, aber die haben da so ein scheiß Event laufen, ne? Wenn du den Kaffee haben willst, musst du die ersten Becher zusammenbauen. Dafür musst du einzelne Teile droppen. Okay, ja. Und es sind 50 Rare Parts für einen Becher. Genau. Allein der Deckel besteht aus 50 Rare Parts. War das eigentlich ein Gegner-Sherman hier, oder? Ich weiß nicht. Warte, ich helfe dir drücken. Es wird glaube ich nichts. Ja. Ha, der ist explodiert! Über die westliche. War das deine Aura, Martin? Oh, ich hab hier zwei Churchills gegen mich, das ist jetzt aber lustig. Churchill? Wollen die auch Kaffee kaufen? Ich bin tot, schon wieder, instant, ja, sofort, direkt. Jetzt lade ich das gut. Der Excelsior, hä? Excelsior ist das Event-Churchill-Ding. Achso. Ja, das sind zwei Stück, nee, drei Stück von. Da, wo ich gestorben bin, direkt über B. Okay. Über B an der Kreuzung, wo nochmal eine Straße nach Norden führt. Iber B. Das ist schon eBay oder was? Was macht der hier für eBay Werbung? Ja. Was du jetzt dabei ist. Ich bin jetzt vollkommen jetzt geworden. Was ist los? Hier guckt heute kein Hater zu. Tja, schon bestimmt wieder zwei Dislikes unterm Stream, Mensch. Kann nicht so schwer sein, auch mit Portemonnaie aufzumachen, aber. Und die müssen nach der Mama erstmal klauen. Da haben sie keine Nüsse für in der Hose dann. Das mal durchzuziehen, das kriegen sie nicht hin. Bei Churchills. Was ist das denn hier für ein fahrender Schuhkarton? Was? Welcher? Der CCKW? Na, SU57B. Achso. Ja, das ist wirklich ein fahrender Schuhkarton. Ein Elefantenturnschuh. Auf Ketten. Oh, Joker, red doch mit mir. Ich bin hinter dir. Worauf schießt du? Auf einen Sherman, rechts an dem Felsen. Was? Ich sehe da nichts. Das ist eine Wolverine. Toller Sherman. Wie fandet ihr eigentlich den letzten Wolverine? Gut. Echt? Obwohl er gestorben ist? Ja. Warum? Weil es endlich mal ein Ende hat und es wird nicht ausgemelkt wie alles andere. Ja, war eine Wolverine. Hast du gesehen, Sebax? Ich hab hier den Matilda. Ja. Hä? Das ist die Matilda. Das muss Sebax sein. Nein, das ist eine richtige Matilda. Wie? Sebax keine richtige Matilda? Die russische
Das voll diskret. Oh, ich bin tot, ich brenne und ich habe keinen Feuerlöscher. Ich habe nicht mein Rap-Kit. Ja, ich habe ein Problem. Hier ist der Excelsior und die Mathilda. Ich komme bei beiden nicht durch. Der steht hinter dem Felsen, der M24. Hanuta, der wo denn? Direkt hinter mir. Hier die Straße runter. Aua. Xenix! Doch. Ich habe einen Schutthaufen erschossen. Diese, wenn du die Straße mal runterfährst, links. Das gibt's doch nicht! Da steht schon wieder einer vor mir und macht mich tot! Sag mal, bin ich denn doof oder was? Warte mal, ich brauche eine Knipse mit Wumms. Okay. Ich weiß nicht, was ich heute falsch mache. Ich sehe die nicht mal, der stand direkt vor mir. Echt jetzt? Ja, und ich schieße stattdessen auf Schutthaufen. Oh. Kann man auch mal machen. Böser Schutthaufen. Der hat sich doch dahin gebeamt, hör auf. Wie hieß denn der hier? Der war irgendwann mit Q. Kulakus. Kulakus. Auch ein Grieche. Stufe 8 Spieler. Der hat sich dahin gebeamt, der ist Stufe 8 Spieler. Das hört sich fast nach einer Krankheit an. Oder nach Spekulatius. Mm. Wer fährt da die Su-5-1 oder wie die heißt? I don't know. Was ist jetzt gerade passiert? Ich sag mal, ich treffe nicht mal mit der Flak ein Flugzeug, das direkt auf mich zufliegt. Was? Während ich Laserstrahlen spamme, fliegt der da einfach lustig durch. Ich mach mir heute läuft nichts. Bisschen doof für alles. So, wir kommen zum glorreichen Ende des heutigen Streams. Wir haben zwar noch 15 Minuten bis 23 Uhr voll ist. Aber ich muss heute auch zum ersten Mal wieder zur Arbeit. Und da wollte ich ein paar Minuten eher los. Ja, gehen wir nochmal ganz kurz eben auf der Bette 7 Moped F32 ein. Ich habe heute nicht wirklich gut gespielt, aber ich habe jetzt auch nicht so richtig scheiße gespielt. Also hat ein bisschen was mit Glück und ein bisschen was mit Verpeiltheit zu tun. Die Kanone extrem stark, muss ich allen Leuten recht geben, die sagen, der hat eine starke Kanone. Wenn man was getroffen hat, ist es im Regelfall mit dem ersten Schuss zerstört worden. Insofern ist er ein starker Panzer. Wo ich allerdings nicht sagen kann, dass er ein starker Panzer ist, ist, der hält ja gar nichts aus. Da egal, wer dich böse anguckt, das Spiel sagt sofort, du bist tot. Und wenn ich dann sehe, dass der erste T-34, so wie hier der T-34-Prototyp, und ich glaube, da gibt es auch noch einen anderen T-34, den wir auf 3.3 finden, genau, hier der T-34 von 1940. Wenn ich da sehe, dass die bereits 3.3 haben, dann ist die 3.0 für dieses Moped hier definitiv nicht gerechtfertigt. Und da bin ich auch weiter felsenfest von überzeugt. Ich habe ja in der Ankündigung zu dem Panzer schon gesagt, mir scheint 3.0 ein bisschen hoch. 3.0 ist zu hoch, also dem hier hätte 2.7 sicherlich besser gestanden, da bin ich felsenfest von überzeugt. Das hätte ihm im Matchmaking einen kleinen Vorteil gegeben, wäre trotzdem relativ zügig zu zerstören gewesen, weil er keine Panzerung hat. Es gäbe mehr Fahrzeuge, mit denen man ihn hätte kombinieren können, hier zum Beispiel ein T50, da passt er noch mit zusammen. Da haben wir auch ein paar 2.7er Premium-Mopeds, also alle Möglichkeiten, die man da hat, T28 kann man es mitmatchen. Also auch vom Matchmaking her wäre das Fahrzeug sinnvoller eingeordnet gewesen. Wäre deswegen trotzdem nicht OP gewesen. Und da wieder das Gleiche, was ich ganz, ganz oft denke bei vielen Dingen, die Gaijin hier so ins Spiel rein implementiert. Bevor wir die Fahrzeuge zu stark wirken lassen, machen wir lieber irgendwas, damit die ja nicht zu stark sind. Nicht, dass hinterher noch irgendeiner sagt, hey, guck mal, der hier Pay to Win und so eine Scheiße. Das ist wieder mal so ein typisches Beispiel dafür. Genauso wie ich das bei dem Aubel sehe, den ich vielleicht Sonntag zeigen werde. Da glaube ich auch, dass sein BR so nicht gerechtfertigt ist. Aber das sehen wir dann, wenn wir den gespielt haben. Also ich denke, 2.7 ist für den hier angebracht. Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn der hier irgendwann sogar 3.3 ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn Gaijin statt tatsächlich irgendwie die Fahrzeuge so einordnet, dass es logisch passt, dann sollte der irgendwann auf 2.7 auch landen. Also 3.0, ich sehe nicht. Ich sehe da keine 3.0. Sieht einer von euch dann eine 3.0? Eine 3.0 ist im Moment sehr hoch. Ich würde auch sagen, bei 2.7 werden wir den irgendwann wiederfinden. Ich sehe den gar nicht, ich hab ihn nicht. Und Opa Hanuta? Ja, ich finde, also er ist schon stark, aber 3.0 hat er echt nicht verdient. Ja, ne? Also ich denke schon, das ist das Fazit, das wir aus der ganzen Sache ziehen können. Vor allen Dingen, wenn ich den mit anderen vergleiche. Ein T-34-Prototyp oder der erste T-34 von 1940 sind Fahrzeuge auf 3.3. Also entweder haben die dann das falsche BR oder er hier hat das falsche BR. Kann man sich dann aussuchen.
wer hier das falsche BR hat. Aber ich kann, selbst wenn ich das jetzt hier mit aktuellen deutschen Fahrzeugen vergleiche, die wir auf 3.0 haben, dann sehen wir hier Panzer 3L, Panzer 3J1, Panzer 3M, nur mal so die Panzer 3-Reihe, das Sonder-Kfz 3.0, sicherlich viel stärker, weil stärkere Kanone. Was haben wir noch? Haben wir da auch einen Panzer 4 in dem Bereich? Ja, der F2 ist schon 3.3, aber das sind alles Fahrzeuge, die, da diskutiert, glaube ich, keiner mit, deutlich stärker sind als das Moped hier. Also, nee, 3.0 ist das völlig falsche BR. Warum die dem 3.0 gegeben haben? Wenn es nur wegen der Kanone ist, ja, dann muss der eine oder andere Russenpanzer ein deutlich höheres BR bekommen. Weil das scheint halt ja bei den Kanonen auch nicht der Grund gewesen zu sein, warum die EBR haben. Ich sage erstmal danke für die doch zahlreichen Zuschauer. Trotz der langen Pause sind ja wieder haufenweise viele, ganz viele Zuschauer da gewesen. Dankeschön dafür. Ich sage danke für die Subs, die Follows und es gab sogar eine Donation. Auch dafür vielen lieben Dank. Und nur so am Rande, da habe ich auch zum Spaß mal hingeschrieben, Taschengeld oder so. Ne? Es ist und bleibt so, sämtliche Donations, die wir hier einsammeln, sind grundsätzlich immer für den guten Zweck. Ob da oben jetzt steht für einen neuen Toilettensitz oder was weiß ich, für einen Föhn in Pink. Am Ende landet es im Topf für den guten Zweck. Genauso wie die 10 Euro, die heute reingekommen sind, die werden wir auch mit in die Aktion für den nächsten guten Zweck packen. Das nur so zur Beruhigung für den einen oder anderen da draußen, der tatsächlich meint, ich will damit auch noch Geld verdienen, was ich hier mache. Habe ich ja gar nicht verdient. So, neue Videos gibt es auch, aber erst ab nächster Woche. Ich habe ein bisschen was vorbereitet diese Woche noch vor dem Urlaub. Das heißt, ihr bekommt noch ein bisschen alten Stoff zu sehen. Ab nächste Woche gibt es dann frische Videos. Und jetzt für morgen Abend hätten wir die Möglichkeit, nochmal ein Just Chatting zu machen, wenn ihr möchtet. Schreibt mal eben kurz in den Chat, ob ihr morgen Abend ein Just Chatting sehen wollt. Wenn ihr das nicht sehen wollt, ist auch egal, dann lasse ich das weg. Werden wir noch News zu Gamescom bekommen? Ja, was soll ich euch denn dafür News geben? Ich bin nicht bei der Gamescom. Gaijin ist nicht bei der Gamescom. Ja, gut, die haben ein Dixie-Klo aufgestellt, aber da wird nichts gezeigt für die Zuschauer, die auf der Gamescom kommen. Da kommen keine News oder sonst irgendwie was. Das ist ein reiner Business-Stand, damit man auf der Gamescom, ich glaube, bis sogar nur Donnerstag sind die da einen Ansprechpartner hat, wenn man sich mit Gaijin in Verbindung setzen will. Ansonsten ist da dieses Jahr gar nichts. Ich finde es persönlich ziemlich traurig, dass Gaijin so am Markt, an den Spielern vorbei seine Eventplanung da macht. Aber Gaijin sagt selbst, dass der deutsche Markt mittlerweile für die uninteressant geworden ist und man deswegen keine Lust hat, viele, viele, viele Tausende von Euros in irgendwelche Messestände zu investieren. Müssen wir so akzeptieren. Ich habe die Information zugespielt bekommen, die haben deshalb nur dieses Dixie-Klo dahin, weil die es verpennt haben, sich rechtzeitig anzumelden. Nee, nein. Das stimmt, weiß ich aber nicht. Ja, ich kann dazu was sagen, und zwar, ich bin ja nun jetzt die letzten Jahre bei der Gamescom gewesen und ich habe auch dieses Jahr relativ früh gefragt, was ist los mit der Gamescom, Gaijin, werden wir eingeladen, werden wir nicht eingeladen, wenn ja, wann, damit ich meinen Urlaub entsprechend planen kann. Das heißt, meine Urlaubsbuchung, ja, habe ich nach der Gamescom gerichtet und kurz nachdem ich meinen Urlaub bereits gebucht hatte, ich hatte den ja so gebucht, dass ich quasi zur Gamescom wieder da gewesen wäre, hatte man mir von Gaijin gesagt, ja, wir sind diese Gamescom da, aber nur mit einem ganz, ganz kleinen Stand und werden da nichts machen. Und das wusste ich bereits im Mai diesen Jahres. Das heißt also, die haben nichts verpeilt oder sonst irgendwie was. Die wollten einfach nicht. Ja? Und das ist leider Gottes Fakt. Könnte ich belegen, aber dann müsste ich meinen Chat hier mit Gaijin öffentlich machen und wozu? Ist einfach so. Die wollten nicht, hatten keinen Bock. Ist so, müssen wir mit leben. So, jetzt muss ich eben kurz gucken, was haben sie geschrieben? Einmal ja, Job, ja, wo und wie lange fährst hin? Kannst mich morgen fragen. Ja, ja. Was für EPA-Spachtel diesmal? Keine, ich habe gerade keine hier, keine aktuell. Er hat noch Urlaubs von vor dem Urlaub, genau, ja. So. Also er hat noch Videos von vor dem Urlaub, ja. Also, so machen wir es, ja. Erstmal danke, dass ihr da gewesen seid. Ich sage tschö mit Ö, die anderen sagen auch eben tschö. Und dann sehen wir uns ja, morgen Abend vielleicht wieder. Ne? Sagt mal tschüss. Ciao, ciao. Ich war aber noch ein bisschen weiter nachher, später. Ja, so, wir sind raus, aus die Maus.